Willkommen zur Battlefield 1 Open Beta. Wir wollen hier auch gar nicht lange rumschnacken, sondern steigen gleich ins Quick Match zu Conquest in der Sinai Desert ein. Ich habe gestern schon mal eine halbe Runde, sag ich mal, gespielt, um mir einfach nur Spiel mal anzugucken, sehen, ob das mit der Grafikeinstellung alles läuft. Wir spielen hier auf der 4K Auflösung auf Ultra mit, sag ich mal, minimal 55 Frames. Und ja, schauen doch jetzt mal, was wir in dem Ottoman Empire, gehen wir hier in Edward rein, was uns hier erwartet. Nehmen wir ein Assault. Was Neutrales. Wartet auf mich. Sehr schöne Animation. Also grafisch ist das Spiel natürlich echt mega geil. We have taken objective butter. Hier mit unserem leichten Maschinengewehr. Man merkt auch deutlich den Unterschied, dass es halt alles nicht die Reichweite hat, wie es damals. Also, nicht wie es damals, sondern die Reichweite ist halt, wie es damals war, nicht so groß. Da muss man sich erstmal gewöhnen nach Battlefield 4. Beziehungsweise Hardliner war. Denke mal, viele von euch haben Hardliner auch ausgelassen. Weil, mich hat das jetzt nicht so überzeugt. Sich selbst geopfert. Oh. Hier herrscht gerade ein Sandsturm, der uns hier so richtig übel mitspielt. Ist ja auch sehr geil, dass man jetzt Türen und Fensterläden auch auf und zu machen kann. Ist das, ob mein Squad hier noch mit ist? Oh. Also sicher fühle ich mich hier trotzdem nicht. We are losing objective Duff. Was eine schlechte Leistung. Ja, da hinten herrscht gerade ein bisschen giftgasige Stimmung. So, den haben wir uns geholt. Schön wissen.
unseren Squad schützen, aber ich muss sagen, die Waffe ist wirklich eher dafür da, um, ja, sag ich mal, so halb im Nahkampf irgendwo reinzulaufen. Ach, schön, dass das Feuer vom Wind beeinflusst wird. Den habe ich kommen sehen. Auch wenn es nicht meiner war. Jetzt bin ich hier. Ich habe einen Dampf. Oh, erschreckt mich hier gerade mein Joker, der meint, ich muss mal einfach. Ja, was auch immer, mich runterfahren. Naja. Das mit dem Drucker tut mir jetzt ja wirklich leid. Aber der fängt sich wieder. So, jetzt gehen wir hier mal als Medic in die Schlacht. So, wenn das hier, da müssen wir hin. Man sieht doch immer, wenn man sprintet, Bayonet Charge, das ist dann hier wie so ein kranker Berserker. Oh, der hat uns jetzt aber. Kann man mich nicht wiederbeleben? Hm. Ich glaube, bei dem Sturm muss ich doch ja mal ihm eine Nummer runterstellen. Ja, wie jetzt ist der Sturm vorbei? Oh, Kacke. Naja. We have lost objective Freddy. We have taken objective Duff. Wie stellen die sich das denn bitte vor? Soll ich mit einer. Muss ich noch nicht irgendwie verstehen. Nehmen wir Gas. Karabiner. Da bin ich echt gerade noch so ein bisschen überfordert. Also. Weiß nicht, inwieweit das noch irgendwie überarbeitet wird. Da wurde ich von hinten erschlagen. Jetzt geht's gerade echt bergab, aber. Hey. Was soll's? Kriegen wir noch die 25 Capturing Points. Bin ich an. We have taken objective Charlie.
für mich ja gerade echt in dieser Ausprobierphase. Ich denke mal auch, hier wird es eine Schlacht pro Folge geben, wenn es jetzt keine überraschend kurzen sind. So, Outskirts. Weggebrannt. Ja, ich muss sagen, die Waffe ist jetzt nicht so meins. Also Customize. Dafür habe ich noch nicht genügend Punkte. Leider weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich da rankomme. Um hier auch so andere Granaten oder hier Rifle Grenade. Also wie beim Scharfschützen. Ist halt auch mehrere. Und auch hier wie der Bullet Drop ist. Gucken wir uns den Support mal an. Das ist immer noch sehr geil und anzusehen, wie damals oder was damals für verschiedene Platzierungen des Magazins üblich waren. Wie hier als Kreiskassette oben drauf, an der Seite die ganzen Dinger. Da waren die ja nochmal richtig kreativ. Hört man irgendwelche Explosionen und Schüsse? Fühlt man sich das so als Battlefield-Spieler wieder richtig heimisch? Ach nö. So ein Sack. Tripwire Pump, die müssen wir auch unbedingt mal irgendwie platzieren. Ernsthaft? Habe ich mich da jetzt wirklich verklickt? Aber auch sowas gibt. Oh, er hat eine Gasgranate geworfen. Wenn das jetzt ein Scharfschütze ist, hat er natürlich einen Vorteil. We have lost Objective Charlie.
Und ansonsten fahre ich ja auch noch 20. Bomba atıyorum, çabuk olun. We have taken objective Charlie. We have taken. Verdammt. Ich habe auch noch gedrückt. Zu langsam. Schade, jetzt rutschen wir hier wieder ab. 15.000. Meine Güte. Sehen wir hier erstmal nichts. Die Frage ist, was will er da jetzt machen? Mal so enttäuschend. Ja, das war nix. Einsatz mit X. We have lost objective George. Na, da sind unsere MGs wohl weg. Kann man das hier nicht irgendwie... Ich kann es auch nicht reparieren. Das ist das Ding hier durch. Bombe atıyorum! Çabuk olun! Versuchen wir unser Glück. We have lost objective Freddy. Objective Edward. Huh.
geil. Sehr geil. Da habe ich dir ja noch eben einen reingedrückt. Squad-mäßig. Naja. War nur meine beste Squad. Stufe 2. Ah, 90 war bei uns. Sehr gut. Ja, damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.